Marco nennt er sich. 16 ist er und ein süßer Typ. So lernt die 13-Jährige ihren Chatpartner im Internet kennen. Sie freunden sich an, das Mädchen flirtet mit dem jungen Mann, vertraut ihm nach einer Weile und schickt ihm, wie gewünscht, ein Nacktfoto. Was das Mädchen nicht ahnt, die Internetbekanntschaft ist Ende 30 und kriminell. Goris K., 38 Jahre aus Nordrhein-Westfalen, Beruf Lkw-Fahrer. Hinter dem blauen Ordner verbirgt sich ein blonder Mann mit großen blauen Augen, verheiratet, Vater von zwei Töchtern. Am Landgericht Rottweil angeklagt, eine 13-Jährige erpresst, genötigt und vergewaltigt zu haben. Es handelt sich um einen Fall, der schon eine herausragende Bedeutung hat. Es ist eine Sexualstraftat, die sehr heftig sich ereignet hat. Es geht um den Tatvorwurf der Vergewaltigung. Das heißt, es ist ein Vorwurf, wo das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe für jede einzelne Tat von 2 Jahren vorsieht. Wir haben es hier mit 5 Taten zu tun und daraus ergibt sich die Schwere des Vorwurfes. 2 Jahre lang bereitet Boris K. seine Tat vor. 5-mal soll er das Mädchen missbraucht haben. Er bereut die Tat zutiefst, ja, und hat mich gebeten, auch die Hauptverhandlung also von unserer Seite her so zu gestalten, dass die Nebenklägerin also möglichst geschont wird. Heute hat er ein umfassendes Geständnis abgelegt. Alles, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, sei wahr. Im Internet gibt sich Boris K. hier auf seinem echten Facebook-Profil als 16-jähriger Marco aus. Die 13-jährige Schülerin verliebt sich über den Chat in den Jungen, den es gar nicht gibt. Er will Nacktfotos, die sie ihm auch schickt. Irgendwann erfindet Boris K. eine weitere Person, ein Mitglied der Russenmafia. Als vermeintlicher Russe droht er, Marco umzubringen und erpresst sie mit Nacktfotos. Von da an ist das Mädchen in seiner Hand. An diese Straße im Gewerbegebiet einer süddeutschen Kleinstadt bestellt er sie ein, zu seinem Lkw, 5-mal in 3 Monaten. Jedes Mal vergewaltigt er sie, manchmal mehrfach in einer Nacht. Und das Mädchen traut sich nicht, zu den Eltern zu gehen. Das Internet, nicht nur was für Erwachsene, auch Jugendliche und Kinder nutzen Chats und Netzwerke wie Facebook und Knuddels.de. Doch das Dickicht des Internets bietet auch Pädophilen Schutz und ist zugleich ihr Jagdrevier. Die ZDF-Doku Internetfallen für Kinder deckt das Vorgehen der Täter auf. Eindeutige Aufforderungen, gegen die sich Kinder nicht wehren. Schatzi, darf ich dich auch intime Sachen fragen? Täter gelingt es halt, eine emotionale Nähe aufzubauen, dann auch psychologisch zu manipulieren, indem sie Zuneigung, Verständnis, gleiche Interessen, auch auf Basis dessen, was sie vorher aus dem Internetchat über das Kind erfahren konnten, vortäuschen. Du bist ein Traum, du bist so einmalig. Kinder wissen sehr genau, dass sie möglicherweise zu dem Zeitpunkt schon eine Grenze überschritten haben und dass es ist ihnen peinlich gegenüber den Eltern oder anderen. Und da sind sie schon so tief verstrickt, dass sie da wahrscheinlich sich nicht mehr den eigenen Eltern offenbaren werden. So war es auch bei der 13-Jährigen, die Boris K. ins Netz ging. Als er damit drohte, den Eltern von den Nacktfotos zu erzählen, hat sie getan, was er wollte. Trotz der Gefahren ist das Internet wichtig für junge Menschen, weiß auch der Facebook-Spezialist Thomas Pfeiffer. Das heißt, in dem Moment, in dem meine 29 Mitschülerinnen und Mitschüler auf Facebook sind, bringt es für mich wenig, wenn ich alleine im Sandkasten spiele und dann niemand dabei ist, weil alle anderen auf Facebook unterwegs sind. Das heißt, es ist in gewisser Weise auch ein sozialer Druck da, dort zu sein, wo meine Freundinnen und Freunde sind. Dazu raten Experten, wenn Kinder im Internet unterwegs sind, müssen auch die Eltern hinsehen und nicht die Kinder sich selbst überlassen. Denn im Kreis Tuttlingen ist ein 13-jähriges Mädchen Boris K. ins Netz gegangen. Der will jetzt seine zu erwartende Haftstrafe in der Nähe seiner Frau absitzen, die weiterhin zu ihm steht. Und bei den beiden Töchtern, die Ältere wird bald 12 Jahre alt.